auf den führenden Bieler. 9 Sekunden davon sind schon gut gemacht, aber er muss auch vor allem auf einen Mann achten, der hinter ihm noch ist. Magnus Mohn, der Norweger, 12 Sekunden hinter Ronny Ackermann gestartet. Und da heißt es, da müsste immer der Abstand zwischen den beiden mitgeteilt werden, damit er nicht plötzlich überraschend auf Ackermann aufläuft. Zum ersten Mal im Stadion nach der ersten Runde sowohl der führende Bieler als auch die Verfolgergruppe, und Ronny Ackermann hat sich auf Platz 2 vorgearbeitet, aber der Mann in der roten Hose direkt hinter ihm, das ist schon Magnus Mohn. Der hat die 12 Sekunden auf Ackermann schon aufgeholt. Nur noch 1/10 Vorsprung für den Thüringer. Bieler vor Ackermann und Magnus Mohn. Lamy Chapuis hält sich noch zurück, ist 7. Die beiden Franzosen, hat aber Ronny Ackermann schon überholt. Er hat das Rennen ja hinter ihnen begonnen. 6 Runden sind zu laufen, a 1,25 Kilometer. Mit der Nummer 5 hier zu erkennen, Ronny Ackermann bei dem Versuch, das erste Mal seit einem Jahr zumindest einen Podestplatz zu erreichen. Die Führung von Bieler zu diesem Zeitpunkt noch unangefochten. Und jetzt sieht man schön den Abstand auf dieser Miniloipe im grünen Herzen der Steiermark. Ackermann führt die Verfolger an. Die ruhen sich aus hinter dir, die ruhen sich aus, du musst zurück. Wenn Sie es verstanden haben, Hermann Weinbuch ruft, die ruhen sich aus hinter dir, die ruhen sich aus. Also Ronny Ackermann sollte nicht alleine die Führungsarbeit übernehmen, sondern sie auch anderen überlassen. Das tut er hiermit. Magnus Mohn vorbei an Ronny Ackermann. Ich bin nicht sicher, ob das freiwillig geschehen ist, denn der Norweger, der baut schon eine kleine Lücke auf zwischen sich und dem Deutschen. Christoph Bieler vor Magnus Mohn und Ronny Ackermann. Lamy Chapuis, der Franzose, dicht dran. Und wir warten. In Kürze wird bereits die nächste Runde absolviert sein. Wo ist er? Der Christoph Bieler. Er wird in Kürze. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, so scheint es, dass Christoph Bieler eingeholt wird. Und vor allem, wenn er weiter zurückfallen sollte, der Österreicher und Mohn sich deutlich vor ihm platziert, wäre der Tiroler das gelbe Trikot los. Ist das jetzt die Situation? Mohn an, Bieler vorbei. Vierte Runde. Es läuft die 4. von 6 Runden. Mohn vor Bieler und dann ein kleines Loch dazwischen und dann Ronny Ackermann. Ein dramatisches Rennen, dicht beieinander, eine Sechsergruppe. Nur Magnus Mohn scheint davon zu ziehen. Der Norweger hat ja gestern das gelbe Trikot an Bieler abgeben müssen. Ackermann bleibt dran. 5 Kilometer. 5 von 7,5. Mohn vor Ackermann, Christoph Bieler inzwischen 3. Dann dahinter der Finne Koivu Ranta, Lamy Chapuis und Petter Tande aus Norwegen. Aus dieser Gruppe wird der Weltcupsieger des heutigen Tages in Ramsau hervorgehen. Eine Runde noch. Noch 2,5 Kilometer. 2,5 Kilometer noch. In gut 2,5 Minuten ist dieses Rennen entschieden. Mohn, Ackermann, an Bieler glaube ich nicht mehr. Und hier der Mario Stecher mit der Startnummer 12, die Nummer 10, der Espen Rian. Die Verfolger sind, sie haben den Janne Rinnen, der Finne, der so gut gesprungen war, erwartungsgemäß abgehängt. Kaum Möglichkeiten zu überholen. Es sind Windschattenrennen, die kürzeste Loipe, die es jemals im Weltcup gegeben hat, in der nordischen Kombination. So kurz
weil vom Wetter vorgegeben, normalerweise waren 2,5 Kilometer Strecke gedacht, aber eine Ausnahmegenehmigung hat dann diese kurze Loipe ermöglicht. So, hier die Verfolger, meine Damen und Herren. Jetzt kommen wir. Wird immer noch ein bisschen taktiert, die Blicke nach hinten. Mohn achtet nur auf Ronny Ackermann. Lamy Chapuis, haben Sie kurz gesehen, richtet sich kurz auf, schnauft durch. Der Mann mit der 3, der kurz im Bild war und versucht auch nochmal ins Geschehen einzugreifen. Schaut sie aus, schaut mir mal kurz auf. Eine Runde noch. Magnus Mohn vor Ackermann, Christoph Bieler und Lamy Chapuis hat sich inzwischen in den Windschatten da eingereiht. Hinter Koivu Ranta, dem sprungstarken Finnen. Ronny Ackermann lässt nicht abreißen. Die letzte Zwischenzeit bei 6,25 Kilometer. Magnus Mohn, er ist immer noch vorne mit dabei. Hier wird der Sieger sein. Jason Lamy Chapuis hat sich inzwischen auf Platz 3 vorgearbeitet. Christoph Bieler, Fünfter. Koivu Ranta noch dabei und der Norweger Petter Tande. Der 21 Jahre alte, dem man diese große Zukunft voraussagt im Mutterland der nordischen Kombination in Norwegen. Und jetzt zieht Magnus Mohn an. Und Lamy Chapuis hält mit. Der Franzose ist ein taktisch unglaublich kluges Rennen gelaufen. Hat sich der Loipe extrem stark verbessert. Bieler verliert den Anschluss. Nur noch 4 Mann, vielleicht 5, kommen für diesen Sieg in Frage. Christoph Bieler, der Mann in Gelb, abgehängt, in Führung. Jason Lamy Chapuis im Windschatten dahinter. Magnus Mohn, Ronny Ackermann kann nicht mehr mithalten. So scheint es in diesem Augenblick. Wer hat dieses Rennen hier gewonnen? Natürlich sind wir alle auf Video aufgezeichnet und mit einer Foto-Finish-Kamera. Da gibt es keine gemeinsame Führungsarbeit vorne hier zwischen Jason Lamy Chapuis aus Frankreich und Magnus Mohn. Der Norweger als Zweiter hinter dem Franzosen. Hier Ronny Ackermann und Koivu Ranta. Dahinter Tande, abgeschlagen als Sechster Christoph Bieler. Die letzten Meter. Chapuis oder Magnus Mohn? Wer wird dieses Rennen gewinnen? Oder schafft es Ronny Ackermann noch diese Lücke zu schließen? Die gehen ab hinterher, ruft der Bundestrainer Hermann Weinbuch. Sollte es bei dieser Konstellation bleiben, also Bieler auf Platz 6, und sollte Mohn das Rennen gewinnen, dann gäbe es erneut einen Wechsel in der Weltcup-Gesamtwertung. Da wäre Mohn wieder vorne. Das Duo, das Führende. Fotofinish. Nein, Mohn zieht vorbei. Es kommt hier zu einem Massensprint. Lamy Chapuis auf Platz 2 und Ronny Ackermann durchs Ziel als Dritter. Endlich ein Podestplatz. Lächerliche 1,2 Sekunden Rückstand für ihn hier, für den Thüringer. Hinter Magnus Mohn, der dritte Platz. Der erste Weltcupsieg seit 2 Jahren lässt immer noch auf sich warten. Er ist sein gelbes Trikot los. Christoph Bieler muss es abgeben an den Norweger, der sich hier bereits fein macht und Platz macht vor allen Dingen für das wiedereroberte gelbe Leibchen, der den Führenden im Weltcup schmückt und ziert. Magnus Mohn
hat sein Trikot wieder und Ronny Ackermann zum ersten Mal seit einem Jahr auf dem Treppchen als Dritter. Mohn vor Lamy Chapuis, Ronny Ackermann, Anssi Koivuranta, Petter Tande. Das Ergebnis, die deutschen Platzierungen auf Platz 13 Thorsten Schmidt, 17. Georg Rettig, 21. Björn Kircheisen, der nicht weiter hat aufholen können. Da haben wir das Ergebnis für Sie nochmal schriftlich. Hauchdünner Vorsprung von Mohn vor Chapuis und Ronny Ackermann.